Im heutigen Video ernten wir diese beiden wunderschönen Blumenkohlköpfe hier. Bleibt also auf jeden Fall dran und seht euch das gesamte Video an, damit ihr auch nichts von dieser schönen Ernte hier verpasst. Jetzt im August können wir meinen Blumenkohl ernten. Da sind nämlich jetzt zwei Köpfe schön reif, die sehen toll aus. So, hier oben habe ich ihn noch abgedeckt mit Blättern, weil er sich sonst ja stark verfärbt, wie man da stellenweise sieht. Also erstmal ist es ein ziemlich schöner Kopf. Hier, wo allerdings die Sonne hinkommt, da verfärbt er sich leicht lila. Aber insgesamt ein tolles Exemplar. Kurz als Einschub, bei dem hier machen oben die Blätter von alleine zu, da muss ich nichts drauflegen und innen drin wird der Blumenkohl schön gebildet. Vielleicht sieht man den hier sogar ein bisschen durchspitzen auf der Kamera. Dann geht es hier drüben weiter. Auch da habe ich abgedeckt, damit er sich nicht verfärbt. Ja, auch hier haben wir einen wirklich tollen, schönen Blumenkohlkopf. Der hat eine ordentliche Größe, der hat eine schöne Farbe. Ja, der ist jetzt auf jeden Fall reif und kann weg. Super Sache. Ja, und so sieht dann von mir hier eine Ernte an einem Tag aus. Wenn ihr mal nicht alles extra in einem Video präsentiert bekommt, sondern wenn ich einfach mal alles von den einzelnen Videos, das ich an einem Tag mache, hier komplett am Ende von einem Video zeige. Wir haben dann nämlich Brokkoli, Blumenkohl, Romanesco, längliche Zucchinis und runde Zucchinis. Ist mal hier ein ganz nettes Bild und ja, vielleicht kann man sich dann eben ein bisschen besser vorstellen, was hier so die ganze Zeit los ist. Aber gut, für dieses Video sind wir dann natürlich durch. Ich würde mich über einen Like und ein Abo sehr freuen. Genauso wie wenn ihr meine Videos teilt mit Freunden in sozialen Netzwerken, wo auch immer. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen und hoffe, dass wir uns in einem der nächsten oder in einem der vorherigen Videos wiedersehen.